Guten Morgen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So ein Wetterchen. Ich bin regelrecht von der Hitze im Zelt wach geworden. Jetzt mal schnell unter die Dusche. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier vom Wasserwanderplatz Henning. Südlich von Magdeburg, den ich jetzt gerade verlasse. Eine traumhafte Lage direkt an der Elbe zum Zelten. Sanitär ist, naja, so untermittelprächtig. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der 7. Tag meiner Reise. Und es geht jetzt erstmal nach Dessau. Ich überquere hier in Schöneberg die Elbe. Und auf der anderen Seite erreiche ich dann wieder den Elberadweg. So, jetzt habe ich den Elberadweg wieder. Und es ist jetzt schon sowas von heiß. Also ganz im Ernst, wenn jetzt hier irgendwo eine Badestelle wäre, an der Elbe oder sonst wo, ich würde meine Abkühlung verpassen. Hier führt so ein Trampelpfad lang. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ja, sowas liebe ich ja, so mal eben spontan irgendwo in so ein Wasser zu springen, auf so einer Radtour. Klasse, ganz einsam, keine Menschenseele da. Da fährt mal ein Boot vorbei, aber ansonsten. Da steht nun, dass man sie besuchen soll in der Stadt, in der historischen Stadt Barbie, über diese Brücke rüber. Dann mache ich das mal. Es ist ein bisschen abenteuerlich hier. So was lieben wir hier. Ordentlich, oder? Ordentlich, ja. Wasserburg am Elberadweg. Jetzt geht's hier in den dunklen Wald. Meine Güte. Jetzt geht's hier aber richtig in den Wald. Es besteht Gefahr für Leib und Leben.
dass mir ein Baum auf den Kopf fällt. Oh, Mücken sind hier, scheiße. Ich bin raus hier. Einerseits wird da vorne gewarnt, dass einem aufgrund der Trockenheit und der absterbenden Bäume hier so ein Baum auf den Kopf fallen könnte. Andererseits werben sie dafür oder damit mit dem schönsten Blick auf die Elbe hier vom Hochufer. Was soll man nur davon halten? Oh, das ist schon ein toller Blick hier. Der Weg lässt sich auch einigermaßen gut befahren. Das ist zum Glück nicht so steinig, aber dafür sehr sandig gerade. Ich revidiere das. Und es ist zum Glück relativ eben. Ich eiere schon so ein bisschen rum hier. Wirklich ganz schön viele umgefallene Bäume hier. Das ist ein bisschen unheimlich, finde ich das ja schon hier. So. Das sieht ja schon wieder ein bisschen vertrauenserweckender aus und sofort sieht man nur einen Menschen. Oh. Die Kirche von Steckby. Hier kann man wirklich super fahren. Sehr guter Weg. Moin. Moin. Die Fähre Aken. So, 60 Kilometer auf der Uhr und noch 14 Kilometer bis Dessau. Sieben Kilometer noch bis zum Zeltplatz. Es regnet. Ich gönne mir noch mal eine Pause. Bin auch irgendwie groggy. Zum Glück habe ich genug zu futtern. So, hier geht es durch so parkähnliche Landschaft. Das sind irgendwie 3 Kilometer bis zum Wassersportverein. Das sieht ja schon so bauhausmäßig aus hier. Ach, das Kornhaus, ja, ist tatsächlich irgendwie sowas. Hier ist am Kornhaus. So, ich bin jetzt beim Rudersport oder Kanusportclub Dessau untergekommen. Ist total nett hier und entspannt. Man kann sich hier hinstellen, wo man will. Da vorne ist noch so ein überdachter Bereich, da konnte ich Wäsche aufhängen. Vorne ist auch ein überdachter Bereich, falls es doch mal richtig regnen sollte. Und oben ist eine Küche und sanitäre Anlagen und Powerbank aufladen und alles kann man machen. Kostet 10 Euro die Nacht. Und wirklich ganz entspannt. Jetzt hoffe ich nur, dass das Wetter irgendwie mitmacht und ja, das Zelt dicht bleibt. So, ich mache mich noch so ein bisschen auf in den Ort und schau mal hier, ob ich auf Walter Gropius Spuren die Bauhausarchitektur hier entdecken kann. So ein bisschen was habe ich ja vorhin schon im Vorbeifahren gesehen. So, los geht's. Das waren heute übrigens wieder so 72 Kilometer, im Grunde fast wie gestern. Ich habe hier die gleichen Zeltnachbarn wie gestern auch in Schönebeck. Ja, so trifft man sich dann auf so einer Reise dann hin und wieder mal wieder. So, hier ist jetzt Ruhe eingekehrt. Die ganzen Kanuten sind nach Hause gefahren. Und ich mache mich jetzt auch ein bisschen auf den Weg.